Das Bild nimmt uns hinein in die Begegnung zwischen Maria und dem Engel. Der Künstler zeigt uns diesen Moment in einer ganz neuen Perspektive. Da ist keine Distanz, weder zwischen Maria und dem Engel, noch zwischen dem Bild und uns, die wir es betrachten. Da ist auch nichts Übernatürliches. Kein Heiligenschein, einfach zwei Menschen in einem schlichten Raum einander zugewandt. Genau die Nähe, die der Künstler da schafft, hat mich angesprochen. Maria ist als junge, einfache Frau dargestellt. Sie hat die Arme erstaunt, vielleicht auch fragend, vor der Brust verschränkt. Und sie schaut aufmerksam, lauschend zu ihrem Besucher. Dieser sieht aus wie einer der jungen Männer aus der Umgebung. Wären da nicht im Hintergrund Ansätze von Flügeln zu erkennen, wir würden gar nicht auf die Idee kommen, dass es ein Engel sein könnte, der da vor Maria kniet. Wie zum Gebet hat er die Hände vor dem Körper gefaltet, den Blick leicht nach unten gesenkt, bringt er sein Anliegen vor Maria. Es ist ein ganz zarter, ein intimer Moment, den der Künstler da zwischen den beiden eingefangen hat. Er hat das Bild so aufgebaut, dass ich mit hineingenommen werde in diesen Augenblick, dass ich Maria ganz nahe komme und mein Blick, wie ihrer, zum Engel hingeführt wird. Einander zugewandt. Das geht mir nicht mehr aus dem Kopf und genau so stelle ich mir Weihnachten vor. Gott wird Mensch. Gott kommt uns in Christus ganz nahe. Er wendet sich mir zu und er gibt mir die Chance, mich ihm zuzuwenden. Nach all der Distanz der vergangenen Jahre ist es vielleicht genau das, was wir jetzt brauchen. Im Gegenüber Gottes Nähe spüren.